Hallo RC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Freunde, heute machen wir ein Hands-on RC am Team Corelli Shogun. Ich habe das Fahrzeug ins Haus bekommen und Freunde, momentan das Wetter macht mich fertig. Geht's euch genauso? Ich jeden Tag, wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe Nebel, Regen, Wind, Nebel, Regen und habe ich übrigens schon Wind erwähnt. Sonne, vielleicht mal ganz kurz. Aber wie gesagt, momentan einfach keine guten Konditionen, um draußen RC zu fahren. Es ärgert mich ohne Ende, weil ich habe einen Big Rock, der will zum Fahren, einen Promoto, das will da draußen, der Karama will sich wieder bewegen, ganz geschweige denn von meinen Crawlern. Und sogar zum Crawlen, Freunde, ist es momentan richtig eklig. Aber nichtsdestotrotz, das Hobby geht weiter und wir nutzen dann einfach die Schlechtwettertage, um unsere Fahrzeuge dann eben noch dementsprechend vorzubereiten. Und jetzt kommt der Frühjahr und der Sommer, deswegen wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, das jetzt auch zu tun, weil nachher ist auf einmal plötzlich das schöne Wetter wieder da und wir haben Panikattacken. So, Freunde, um was geht's heute? Wir haben den Team Corelli Shogun 1:8 Truggy in der Haus. Grüße gehen raus an den Daniel, den Oberland RC, den ihr immer wieder hier auf dem Kanal erleben dürft. Der hat sich das Fahrzeug letztes Jahr gekauft. Gebraucht und hat es dann natürlich ganz traditionell raus zum Bashen mitgenommen, was ja mit so einem Team Corelli Shogun auch möglich ist. Allerdings ist es auch ein Fahrzeug, das sich auf der Rennstrecke bewegen kann. Das will der Daniel damit hauptsächlich tun und deswegen habe ich dann gesagt, ich will ihn mal zu mir holen. Wir werden einfach mal ein Auge drauf werfen. Er hat tatsächlich auch schon einen kleinen Schaden gehabt. Das zeige ich euch jetzt in dem gleich nachfolgenden kleinen Clip, denn wir werden es heute ein bisschen anders halten und zwar wir lassen den Part des trockenen Schraubens einfach mal weg, weil Freunde, wir haben wirklich an den Corelli-Modellen schon viel geschraubt hier auf dem Kanal. Nichtsdestotrotz zeige ich euch heute kurz den Ist-Zustand vom Fahrzeug jetzt in einem kleinen Clip vorweg. Dann, was ich an dem Fahrzeug angebaut habe und dann wird man doch einfach im Anschluss an den Clip kurz drüber sprechen, was für ein Setup ich mir jetzt für den Daniel ausgedacht habe, was er für die Rennstrecke benutzen kann, aber auch zum Bashen. Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video.
So, RC-Freunde, und wir sind endlich auf der Werkbank mit dem Shogun angekommen. Ich hoffe, der kleine Clip hat euch gefallen. Ich habe gedacht, ich mache da mal auch wieder ein bisschen was anders. Wir haben ja sonst immer Videos, wo es dann auch mal 20 Minuten lang nur ums Schrauben geht. Und Freunde, wir haben hier einen relativ basic erhaltenen Shogun bekommen. Das heißt, der Daniel, um die Geschichte noch kurz abzurunden, hatte sich das Fahrzeug gebraucht, erworben für einen sehr, sehr günstigen Preis. Das muss man wirklich mal sagen, das war wirklich günstig. Ich sage es mal, unter 300 Euro. Und das ist für so ein Corrali 1:8er Modell der älteren Zeit schon auf jeden Fall okay. Das kann man bezahlen, das geht noch. Ich sage jetzt mal, Tuning-Sides war nicht viel gemacht, beziehungsweise darf man das so gar nicht sagen, weil ich meine noch zu wissen, der Shogun der alten Zeit, der hatte schon mal die Chassis-Braces beispielsweise nicht mit verbaut. Das heißt, der Vorbesitzer hat die Chassis-Braces definitiv dann schon nachgerüstet. Genauso glaube ich auch nicht, dass der Tower hier drauf war, zudem der Tower auch noch einer der alten Zeit ist. Das heißt, dort ist kein Schaumstoff drauf. Ja? Die meisten Tower bei Corrali jetzt an den RTR-Fahrzeugen haben oben noch so ein Schaumstoffkissen, das dann einfach die Lücke zum Karosseriedach schließt. Das Fahrzeug kam relativ RTR, wie ich gerade schon erwähnt habe, zu mir. Das heißt, wir haben jetzt dort die Ausgangssituation gehabt und das habt ihr vielleicht an dem Videoeingang sehen können, dass der Querlenker vorne gebrochen war. Das heißt, der hier war gebrochen. Der Querlenkerhalter war gebrochen, ja, da war bloß noch so ein kleines Stückchen übrig. Wir haben hier eine verbogene Schraube, die ich vorne rausgezogen habe. Das habt ihr vielleicht im Close-Up auch schon gesehen. Und mir war dann zum allerersten Mal aufgefallen, dass der Corrali Shogun seines Zeichens nämlich keinerlei Skidplate unten dran hat. Ja, also das war definitiv in der Vergangenheit schon so, dass bei dem Shogun keine Skidplate mit dran war. Und das natürlich auch dann vorne dazu geführt hat, wenn man dann einschlägt. Und ich meine, der Daniel ist damals im Wald gefahren und bei einer Baumwurzel hängen geblieben, dass es dann ihm vorne erstmal die komplette Vorderachse abgerissen hat. Die Skid unten vorne empfinde ich da total wichtig. Zumindest mal muss da ein Bumper hin. Also in meiner Auffassung, sage ich mal, Minimum das RTR-Modell vom Kronos. Ja? Das kann man da tatsächlich auch am Shogun super, super easy nachrüsten. Und das sieht dann einfach auch dementsprechend für mich einfach stabiler aus. Ja, wenn ich hier vorne nochmal einen Rahmenschutz habe, ich habe dann auch vorne den Querlenkerhalter getauscht, habe den auch dann mit Edelstahlschrauben versichert, damit uns dann sowas wie hier so ein Banana Joe einfach nicht mehr passiert. So, im Prinzip braucht man dann dafür nochmal solche Rosetten. Die habe ich beim Boris noch im Shop eingekauft. Das sind diese kleinen goldenen Shishis, haben wir früher immer dazu gesagt. Dann muss ich auch die Schraube um 2 mm verlängern, weil ich natürlich mit der Skidplate unten dran einfach nochmal ein bisschen mehr Futter bekomme und dann die mitgelieferten Schrauben bzw. die RTR-Schrauben, die da drin stecken, nicht mehr ausreichen bzw. die kriegt ihr schon noch rein und die werden mit Sicherheit auch noch gut halten, doch sobald da Last drauf kommt, also das heißt, wenn wir dann jumpen und landen und etc. pp., dann kann es halt schon sein, dass die Schraube uns da wieder rausrutscht, weil einfach das Gegenspielfutter dort nicht so groß ist. So, ganz easy erklärt. Das Ganze dann hinten nochmal abgesichert mit einer kleinen Schraube. Das heißt, ich habe hier M3-Schrauben drin, dort M4-Schrauben drin, so wie ich es auch gewohnt bin. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch so eine Skidplate noch hinten hin machen. Das fände ich beispielsweise auch noch sehr sinnvoll, wenn der Daniel das nachrüstet. Ich werde ihm definitiv nochmal eine Skidplate von mir mitgeben. Ich habe die öfters am Lager liegen, noch aus meiner alten Zeit einfach gebraucht. Und dann kann der Daniel sich hinten auch noch eine hinarbeiten. Und für mich einfach elementar, wenn ich mit dem Fahrzeug nachher zum Bashen gehe, ja, oder auch auf Strecke, man landet ja meistens dann immer vorne mit der Vorderachse. Ja, und wenn jetzt dann natürlich das Chassis komplett durchschlägt, ja, dann musste Daniel auch noch ein bisschen am Dämpfer-Setup was machen. Wenn das dann komplett durchschlägt, dann habe ich natürlich ohne so eine Skidplate einfach immer direkten Kontakt mit der Chassisplatte, wo dann ja eigentlich bei der Vorder- und Hinterachse unser Differential gleichkommt. Oder so wie da, dass es uns dann die Querlenker komplett abreißt und das ist natürlich scheiße, brauchen wir nicht reden. Ich denke jetzt mit dem kleinen Original RTR Bumper von Kronos wird auf jeden Fall dort etwas Ruhe reinkommen, wenn es dann um das Thema des Querlenkerbruches geht. Das heißt, da kann der Daniel sich auf jeden Fall nochmal 2-3 Crashes gönnen, ohne dass das abreißen wird. Aber wir brauchen nicht reden, unendlich haltbar ist nichts. So. Im Prinzip habe ich jetzt dann, wie gesagt, die Skidplate hingemacht, vorne dann den Querlenkerhalter, Edelstahlschrauben habe ich euch alles schon erzählt, die fehlenden Ersatzteile wieder reingesetzt, da haben wir ja noch den Diff-Schutzcover, dann habe ich das Diff aufgemacht, das habt ihr ja im Video auch gesehen, habe dann ein frisches Liquid reingemacht, das heißt Factory Setup, vorne 20.000er Öl in der Viskosität und wir haben dann jetzt hier oben noch die Karosseriehalter getauscht. Da bin ich jetzt gerade noch dabei, den passenden Satz TPU Karosteher in wunderschönem Grün zu drucken, sodass der Daniel dann dort auch nochmal was Flexibles hat. Die Standard Karosteher
sage ich mal, die brechen wir immer mal ganz gern bei dem zu heftigen Einschlag. Und wie gesagt, hier haben wir dann ein bisschen Flex, wo dann dem entgegenwirken soll. Was dann noch hingekommen ist, sind Mudguards von der RC-Kiste in wunderschönem Grün und Schwarz. Die habe ich hinten hingemacht, um dort einfach ein bisschen Dreck wegzuhalten. Und so ist meiner Meinung nach auch das Setup für die Strecke schon mal sehr gut, weil wir haben immer noch die Leichtigkeit vom Fahrzeug beibehalten, trotzdem, dass wir vorne jetzt einen besseren Schutz haben. Ja? Und wenn wir jetzt noch hergehen und gehen mit dem Fahrzeug zum Bashen und fahren vielleicht auch mal draußen im Dreck, dann haben wir nochmal Mudguards hinten mit dran, die dann den Dreck von den Antriebswellen weghalten, was sich bei den Fahrzeugen wirklich bewährt hat. Der Daniel hat da schon einen Doppellüfter draufgebaut auf den Motor. Das finde ich für das Setup auf der Rennstrecke auch sehr gut. Und es ist ein 35 Kilo Metallgetriebe-Servo im Fahrzeug verbaut, was ich finde, das braucht man auch, wenn man dann nachher auf der Rennstrecke ein bisschen was machen will. Das heißt für mich an der Stelle, der vielleicht noch nicht so zum Hardcore-Bashen, aber wir können damit draußen definitiv bei den Bashern mitfahren, können ein bisschen mitmachen. Und durch den Rammer vorne haben wir auch gewährleistet, dass uns der Querlenker nicht mehr so schnell abreißt. Auf der anderen Seite sehe ich da tatsächlich den größeren Spaßfaktor nochmal auf der Rennstrecke. Beispielsweise von mir nicht weit der RC Perfer, da wo auch der Daniel gern zum Fahren hingeht. Und ich denke, dafür haben wir das Setup jetzt wieder frisch. So, Erzählfreunde, und jetzt müssen wir doch tatsächlich schon ein bisschen aufstehen und mal die Sache aus der Nähe betrachten. Also Freunde, ich habe euch jetzt hier nochmal den Kagama einfach mal neben den Shogun gestellt. Wir müssen da tatsächlich mal einfach mal ein bisschen festhalten, was sich so über die Zeit verändert hat. Und Freunde, ihr seht schon, der Shogun beispielsweise schon mal mit viel, viel kleineren Rädern, die da definitiv mehr für die Strecke ausgelegt sind, beispielsweise. Ja, wie jetzt zum Beispiel diese riesen Monsterwalzen, die Corrali Gripper, ja, die jetzt auf Jumbo-Felge kommen beim Kagama. Also da haben wir schon mal einen maßgeblichsten Unterschied. Und natürlich, wenn wir dann so kleine Reifen fahren, das muss man auch mal festhalten, haben wir natürlich deutlich weniger Bodenfreiheit von Haus aus durch die Reifenhöhe, ja, wie jetzt zum Beispiel beim Basher-Reifen. Also da ist für mich natürlich auch so ein Momentum. Lieber Daniel, wenn du dann mit dem Shogun beispielsweise zum Bashen gehst, wäre es mit Sicherheit nicht verkehrt, dort auf einen alternativen Satz Reifen zu gehen, während natürlich für die Strecke in Percha wahrscheinlich die Shogun RTR-Bereifung richtig optimal sein wird. Ja, also da nur mal ein Tipp von mir. Und genauso wie ich es ja sagte, der Tower beispielsweise, der jetzt hier nachgerüstet wurde, der ist bei Corrali dann RTR schon mit diesem Schaumstoff ausgestattet. Das habe ich euch schon gezeigt. Wir haben ja bei den Tower Braces tatsächlich auch ein bisschen einen Unterschied jetzt erfahren in der neuen Zeit. Und Freunde, wenn ihr das nochmal direkt vergleicht, wie das dann hier bei den neuen Modellen von Corrali aussieht, hier hinten der riesen Kunststoffblock, der nochmal die Brace umfasst, kontra dem nackten Stängelchen, das ich hier habe, ja, genauso die hintere Schocktower, der hintere Schocktower, der ist da einfach wesentlich stärker gewählt und auch hier vorne, das ist so ein Ding, das muss ich euch nochmal zeigen, diese Bulkheads, diese Querlenkerhalter, ja, die sind da einfach mittlerweile deutlich fetter geworden und ich glaube, ihr konntet da so viel nachrüsten bei den alten Modellen, wie ihr wollt, diese Materialstärke, die haben wir damals dort nicht gesehen. So, ich habe ja meinen Kronos damals als, mein Kagama jetzt letztes Jahr als Roller gekauft, habe meine Elektronik reingebaut, habe mich dort eben auch für ein Metall-Digital-Servo entschieden. Ich habe es allerdings High-Voltage dann mit 40 Kilo jetzt schon in der Ausstattung, habe die Hobbywing S-Run-Kombo drin, während beim Daniel noch die normale verbaut ist, aber das ist ja auch Hobbywing umgelabelt, also von dem her wird es nicht einen großen Unterschied machen. Wir haben vielleicht hier ein paar KV mehr auf der Büchse, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich hier so ein bisschen das leichtere Fahrzeug rein, wenn es jetzt mal um das Streckenfahren geht. Ja, also wenn ich euch dann mal den Kagama neben den Shogun auf die Strecke stelle, meine Vermutung wird sein, dass der Daniel mir natürlich mit dem Shogun da schon etwas davon fährt. So, wir haben aber dann jetzt bei den RTR-Modellen von Corrali mittlerweile hier diese schönen Mudguards mit drin. Und was ihr dann auch RTR immer noch nicht bekommt, sind zum Beispiel einstellbare Querlenkerarme vorne sowie hinten. Das ist was, das haben wir auch bei den alten Modellen nachgerüstet. Und das wäre jetzt auch was, das würde ich dem Daniel noch empfehlen, an seinem Shogun selbstständig nachzuarbeiten. Weil durch die Einstellung von Spur vorne und vom Sturz hinten kann man natürlich dann in der Streckenperformance noch ein bisschen was rausholen. So, dann wie ihr seht, Mudguards sind jetzt schon standardmäßig beim Basher mit dabei. Also definitiv der Kagama, da für mich ein Fahrzeug von Corrali konzeptioniert fürs Bashen draußen. Ja, während wie gesagt hier noch so ein Leichtfußmodell für die Strecke da ist. Und so finde ich, sollte man auch die Fahrzeuge nachher behandeln. Ja, wenn ich natürlich ein etwas leichteres Fahrzeug habe, bringt es mir nichts. Ich möchte ihn partout bashen wie jetzt so ein Panzer. Ja, und auf der anderen Seite fahre ich den Panzer, dann werde ich unter Umständen einfach immer den zweiten Platz auf der Rennstrecke machen, weil es immer wieder so einen schlanken Kameraden gibt, der mir einfach davonfährt. Kleinere Reifen, leichteres Setup. So.
Im Prinzip, ich habe ja an meinem Kagama noch nicht sehr viel gemacht. Das sind jetzt einfach nochmal so Tuning-Schritte, die kommen dann jetzt so nach und nach und Step by Step. Da werden dann auch nochmal so TPU-Karo-Alter hinkommen. Ich werde da auch noch ein bisschen was aufhübschen. Aber wie gesagt, er möchte jetzt erstmal wieder raus zum Fahren gehen. Und da liegt jetzt aktuell meine oberste Priorität, bevor ich dann da wieder anfange zu schrauben. So, Freunde, ich würde es auch dahingehend halt gar nicht so lang halten, weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über die Fahrzeuge geredet und wir haben auch schon sehr, sehr viel Content zu den Fahrzeugen hier auf dem Kanal gesehen. Also wer da nochmal ein paar Infos zum Kagama beispielsweise möchte, einfach mal in den Playlisten zurück. Team Corelli gibt es auch eine eigene Playlist, da könnt ihr euch alles anschauen, was ich die letzten 2-3 Jahre in Verbindung mit dem Boris, Grüße gehen auch raus an dich, www.rc-kiste.de, über das Schrauben an Corelli-Fahrzeugen so ein bisschen gelernt habe. Mir ist jetzt auch wieder aufgefallen in der Schrauber-Session, dass es mittlerweile mit Corelli sehr, sehr leicht von der Hand geht. Das würde ich mir manchmal dann jetzt für meinen Big Rock wünschen. Aber auch da wird man die Lücke weiterschließen. Wenn der dann mal raus zum Fahren kommt, Freunde, dann haben wir da einfach auch wieder ein bisschen mehr Spaß an der Freude. Ja? Und dann kommt der irgendwann mal mit Sicherheit auch wieder auf den Tisch. Einfach nochmal abschließend für euch ein kleiner Walkthrough auf der Sledge. Der braucht jetzt dann nochmal eine Wartung. Der wird eigentlich nur wieder vorbereitet für seinen Einsatz als Basher. Den Sledge fahre ich da auch ausschließlich nur als Basher-Fahrzeug. Jetzt mittlerweile mit Bashbar klappt es da auch richtig gut. Und der Skeeter, der steht schon da, der ist schon bereit. Für den machen wir vielleicht dann mal bald eine neue Karosserie. Und dann sind die Jungs soweit wieder startklar. Auch für Hemmelsee, da werde ich mit Sicherheit mal, vielleicht nicht alle, aber ein paar mitnehmen. Und ja, ich freue mich da jetzt auch schon drauf, Freunde. Deswegen heute auch der Content passend gewählt zu der bald anstehenden Jahreszeit. Ja, RC-Freunde, das war es an der Stelle schon wieder gewesen. Wie gesagt, momentan harren wir noch der Dinge wegen dem Wetter. Mich persönlich macht es schon bald depressiv, sage ich euch, wenn ich nicht mit meinen Fahrzeugen zum Fahren gehen kann. Aber wie ich es schon eingangs zum Video gesagt habe, ich nutze dann auch einfach mal die Zeit jetzt und werde die Fahrzeuge dementsprechend ein bisschen nachbereiten und ein bisschen vorbereiten, sodass wir dann bald, wenn das bessere Wetter kommt, auch wieder Spaß haben. Ja, wie gerade schon erwähnt, der Kagama, mit dem geht es dann auch weiter. Der Shogun darf jetzt wieder zurück zum Daniel. Um den darf er sich dann weiter bemühen. Und ansonsten, Freunde, harren wir der Dinge. Aktiviert den Kanal, wenn das noch nicht geschehen ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr natürlich auch gerne einen Daumen hoch da lassen. Solltet ihr noch Fragen zu Corelli-Fahrzeugen haben, die euch jetzt einfallen, dürft ihr sie gerne auch unten ins Kommentarfeld schreiben. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, hier bei Waxers Aussie TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß mit eurem AC-Hobby.